Hey Leute, ist wieder Sokusa mit Forza Horizon 2 und ich habe mir einen schönen Supra hier gegönnt und ich dachte, wir machen einfach mal irgendwo ein Race und gucken mal, weil der Supra geht so dermaßen geil ab. Der ist aus dem Fast and Furious Pack und ich glaube, der hat irgendwie über 1000 PS. Guck mal auf die KMH, die der da gerade mal hat, und ich habe mal eben kurz auf den Gas, auf den Pinsel getreten. Ey, ja genau. Ich würde sagen, wir machen irgendwo ein Race. Müssen wir eben gucken. Wir können dann am besten. Alter! Eben kurz ein Race. Mal eben die Map aufmachen. Ne, keine Fahrspaßliste. Wir gehen mal eben zurück zu dem Festival. Wir werden dann mal da ein Rennen aufrufen. Dann werden wir mal gucken, wie gut wir fahren, weil eins soll euch gesagt sein, hochgezüchtete Autos, die so mega abgehen, sind nicht unbedingt zum Vorteil, wenn ihr ein Rennen fahrt. Ich habe jetzt die Traktionskontrolle wieder drin, weil ansonsten kannst du die Karre gar nicht auf der Straße halten. Und Sie haben Ihr Ziel erreicht. Bei so einem stressigen Race könntet ihr durch die 1000 PS des meist... Ey, wie ist nicht verfügbar hier? Im aktuellen kann ich dann vielleicht eine... Wo ist denn aktuell? Wo bin ich denn aktuell? Wo bin ich denn aktuell? Hier? Mach eine Schnellreise dahin. Vielleicht habe ich ja schon eine angenommen. Und weiß das gar nicht mehr. Dann werden wir da mal eben gucken. Kann natürlich dann sein, dass ich ein anderes Auto habe. Weiß ich aber nicht genau. So, Auto zu starten. Oh, geht anscheinend doch mit dem Wagen. So, wohin möchten Sie fahren? Da haben wir schon drei. Hier habe ich vier Stück. Dann fahren wir da wieder hin. Alles klar, unser Champion hat entschieden. Diese Autotour geht nach San Giovanni. Aha. Alle ansehen. Ich möchte gerne aktuelles Auto nutzen dafür. Kann man dann auch extra raussuchen. Hier steht ja, für aktuelles Auto. Nehmen wir einfach mal. Okay, geschwindliche Auto, aktuelles Auto. Genau, GDM, klar. Haben wir halt einen. Nehmen wir das. So, das sind die Autos, die ich alle besitze. Natürlich klar, dass ich den auch habe. Den haben wir ja letztens mal fertig gemacht. Aber, nein, wir wollen direkt den hier. Rechts könnt ihr sehen. Dann schalten wir eben um. Dieser Wagen hat nicht 1000 PS, sondern der hat 1088 kW. Ist schon echt heftig. Und was wünscht man sich mit dem Auto über 1000 PS? Natürlich regennasse Straße, okay, nicht. Aber ja, so, wir müssen jetzt erstmal schnell nach San Giovanni fahren. Mit 300 auf einer nassen Straße, very... Uiuiui. Schon sehr spannend. Ich hoffe, dass wir nicht das machen, wie der Sticker unten links. Alter! Erstmal dem Golf hin drauf. Was ist das? Golf 3? Alter, der Königseck, der gibt ja auch gerade richtig... Boah, falsche Richtung geguckt. Geht rechts. So, komm schon. Erstmal Driftpunkte. Der Golf schon wieder vor mir. Jetzt hier mal Gas geben hier. Ey, da fährt der Marz. Level 143 ist der Marz schon. Neu. Ich muss auch mal ein bisschen wieder spielen, weil das einfach Heidengaudi macht. Ich brauche Kohle im Spiel, deswegen muss ich sowieso mal wieder ein bisschen Races fahren. Und ja, die Leute, die Xbox One haben und Forza Horizon und mal Bock haben, irgendwie so eine Meisterschaft online zu fahren oder was. Leute, Sokruiser NG adden, schreibt am besten was dazu oder mir eine PN. Da muss ich rein. Damit ich weiß, wer ihr seid. Weil einfach adden nehme ich mit Sicherheit nicht an. Machen die Leute auch gerne bei Steam. Einfach adden. Leute, schreibt mich vorher an, sagt, was ihr wollt. Und dann könnt ihr adden. So, angekommen. San Giovanni. Jetzt gucken wir mal, was wir hier für ein Rennen fahren können. Okay,
das hier ist die JDM Icons Meisterschaft. Ich hatte schon immer eine Schwäche für JDMs. Ein Skyline muss man einfach lieben, oder nicht? Okay, ja, muss man. Such dir ein Rennen aus, um mit dieser Meisterschaft zu beginnen. Ich hatte ganz am Anfang auch den Nissan GT-R geholt und hab den so stark getuned, dass meine YOLO-Karre, den kannst du kaum auf Straße halten. Gelände, Querfeld einrennen, Straßenrennen. Ja, wir fahren jetzt erstmal hier ins Straßenrennen. Machen eine Schnellreise dahin, weil ich habe jetzt keine Lust, immer dahin zu fahren. Kostet Zeit. Wir wollen jetzt racen. So, wir sind da. Veranstaltung beitreten. Ich versuche immer in der Außenperspektive zu fahren, damit ihr immer schön alles sehen könnt. So, Treiber-Tare werden synchronisiert. Gucken, wenn ich alles so dabei habe. Ja, genau. Denkt dran, immer schön abonnieren. Like, geil. So. Straßenrennen. Alter, guck mal, was da alles mitfährt. Ein MX-5. Ja, einfach starten. Was ist da los? Voll. So. So, die Karre hat so viel Power. Du ziehst direkt nach vorne. Aber dementsprechend kannst du auch. Wow. Direkt von der Straße fliegen. Der ist einfach nur schwer auf der Straße zu sein. Der Double M. Den kriegen wir. Alter, genau. Ich kann alles kaputt machen und ein Pfosten ist im Weg und dann geht das los. Das Problem ist, durch die brachiale PS-Zahl fährt der Wagen wirklich ungelogen. Du drückst auf den Pinsel und die Karre fährt nur noch geradeaus. Das ist ja schön so, wie jetzt hier so zum schnellen Überholen. Kommen dann aber Kurven, so jetzt da vorne, da kannst du schon fast einen Kilometer vorher anfangen zu bremsen. So, macht mehr Platz hier. So, ab durch die Mitte. Der Mats fährt da vorne rum. Wo ist denn der erste Platz? Der ist ja richtig. Ja, genau. Da, Leute, da sind wir weg, ne? Schnell mal zurückspulen. Dafür haben wir ja bei Forza die Funktion. So, kurz ausgebremst. So, jetzt weiter. Der erste Platz hat sich schon wieder ein bisschen davon gemacht. Wir haben schon wieder 50% vom Race geschafft. Das geht auch wirklich schnell hier. Alter, ich. Die Kiste, ne? Du kannst den nicht halten. Der lenkt einfach nicht. Er lenkt einfach nicht. Das ist so ein Auto, da sind wir am Flughafen mitgefahren. Und haben am Flughafen versucht, hier die Top-Rekorde an Speed zu machen. Aber wie ihr schon seht, Kurven. Kurven kann er nicht. Er kann keine Kurven. Er kann einfach nur geradeaus. Und das war es dann auch. Wenn ich jetzt hier mal irgendwo eine richtig mega fette Highway-Gerade kriegen könnte, dann könnte ich mal wenigstens richtig das Bodenblech durchkicken. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen Speed zu halten. Oh nein, jetzt kommt hier Geschnörkel und Kurven und. Ja, ich kann leider nicht. Und zurückspulen. Ich bin am Bremsen und die Kiste geht einfach geradeaus. Deswegen juckt mich nicht, dass du auf die Bremse trittst. So, komm, Gas geben. Ich habe keinen Bock, jetzt auf den letzten 2 Meter noch zu verlieren. So, nice, wir haben gewonnen. Gut gemacht. Jetzt mal 20 Punkte in der Meisterschaft erfahren. So, wer ist denn hier noch alles platziert? Ja. Wie kann der Double so gut sein? Der spielt das Spiel gar nicht mit seinem Level 1. Okay. Fortsetzen natürlich. Da vorne habt ihr aus dem anderen Fast and Furious Pack auch noch den Supra. Finde ich auch richtig geil. So, ein bisschen AP hier. Wie sieht das aus? Level up. Yeah. Neuer Wheelspin, Leute. Vielleicht haben wir Glück. Machen wir den Wheelspin mal gleich. Wir hatten ja bei Forza 6 jetzt auch endlich mal Glück. Und da
Die goldene Mitte gezogen. Ja, würde ich sagen. Stufenaufstieg erreicht. Wheelspin. Daumen drücken. Gibt es ja wahrscheinlich wieder nur 2000 Credits oder so. Na, 16.500. Okay. Besser als nix. Suchen wir uns noch ein Race. Ich mach das mal über die Map, sonst fahre ich da gleich vergebens hin. So, was haben wir hier? Gelände, weiß ich nicht. Gelände mit dem Auto, ich glaube, das wird gar nichts. So, Scramble. Wir machen einfach Scramble. Ich habe jetzt schon wieder Angst, dass das ein Rundkurs ist, so 4-5 Mal eine kurze Strecke im Kreis fahren. Da kannst du ja mit dem Wagen so knicken. Aber wie wäre das alles ohne Herausforderung? Ich könnte jetzt natürlich einfach sagen, hier, ich schalte mal um auf KW. Jetzt sieht er ja 1088. Und das sind alles so Karren hier. Guck mal. 95 kW. Oder ihn hier. Und das ist hier der Standard. Standard Supra. 289 kW. Und dann, bam. Ich nehme den natürlich. So, schauen wir mal, was wir fahren sollen. San Giovanni GDM Icons Scramble. Kriegen wir hin. Ja, loslegen. Fertig. Und gib ihm. Ja, wir müssen 3 Runden fahren. Ah, da geht nämlich los, was ich meinte. Rundkurs fahren ist jetzt ja, na gut, muss man ein bisschen zusammenreißen hier. Im richtigen Moment den Pinsel runtertreten, weil sonst fliegen wir an allen vorbei. So, high concentrated hier. Oh Gott. Ja, für mehr Forza, ne? Den Like-Button penetrieren. Kennt ihr ja. Wow, Mats. Mats mit dem MX-5 rockt hier die Hütte, oder was ist da los? Kannst du mir mal demnächst mal im One-on-One hier vormachen online, wie du mit dem kleinen MX hier davon rauschst. So, Miata MX. So, haben wir die erste Runde. Jetzt ein bisschen Vorsprung rausfahren. Ah, oh, guckt euch an, ein bisschen mehr Gas gegeben und die Kurve ist No-Go. Egal, weiter geht's. Ja, was ich jetzt mitbekommen habe, damit wir mal ein Mini-Thema haben, weil ich habe keine PlayStation 4. Ich habe jetzt mitbekommen, nachdem ja The Crew hat jetzt ja mit Wild Run auch Mopeds reingekriegt, weil ich ja richtig geil finde, wo ich immer noch dran bin, mir die Kohle zu sammeln, um mir ein schönes Moped zu holen. Hatte ich ja auch gesagt, kommen demnächst dann auch wieder Videos. Habe ich mitbekommen, dass auf der PS4 bei Drive Club jetzt auch erstmal ein DLC gekommen ist mit Motorrädern. Ich glaube, die Tendenz jetzt geht bei den ganzen Rennspielen so. Und die Leute wollen Abwechslung. Wir patchen jetzt mal Motorräder rein. Aber dazu muss ich sagen, Leute, so cool das auch ist, mal eben so ein DLC mit Mopeds reinzuhauen. Bitte, bitte Turn 10 und Playgrounds. Kommt nicht auf die beschissene Idee, Motorräder in Forza rein zu patchen. Die gehören da einfach gar nicht hin. Und das ist eine ganz komische Geschichte gewesen, wo ich das gesehen habe, dass das jetzt bei Drive Club auf der PS4 Motorräder auch reingepatcht wurden. Die passen einfach nicht. Wild Run hat das halt cool gemacht. Also Crew ist das ja gewesen durch dieses Festival, dass es da plötzlich Dragstar gab. Driftkarren. Mut ist jetzt nicht so außergewöhnlich, dass man dann plötzlich driften konnte. Das war eh eine Frage der Zeit, dass man dann bei The Crew richtige Drifteinstellungen machen kann. Aber hier mit den Monster Trucks zum Beispiel war eine coole Idee, dass man da seine extra Parcours und so kriegt. Deswegen finde ich bei The Crew passt das richtig gut, dass man da auch gesagt hat, ja komm, wir machen auch Motorräder rein. Aber Leute, jetzt hier bei Forza oder so irgendwie ein DLC nachher rauszuhauen, wie bei Drive Club und zu sagen, yo, wir machen da jetzt Motorräder rein, fände ich jetzt absoluten Schwachsinn. Eure Meinung dazu definitiv mal in die Comments. Oh, wir waren echt schnell unterwegs. Na, der Mats kam 4 Sekunden später, aber dann hat man schon 9 Sekunden Vorsprung. 9? Alter, rechnen, ne? Rechnen ist auch geil. So 8 Sekunden Vorsprung. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. So. Gucken wir nochmal, was wir hier kriegen.
7000 Credits. Aber leider reicht das wieder nicht mit den EP. Oh. Ja, zwei Races noch, dann haben wir bestimmt wieder Level Up. Das Video wird ein bisschen länger, weil ich definitiv die ganze Meisterschaft zeigen werde, weil ich das. Ich möchte das nicht unterbrechen. So, da teleportieren wir auch hin. Ja, beitreten. Das dürfte jetzt Querfeld 1 gewesen sein. Und ja, ich beiß in den sauren Apfel und fahre mit der Karre weiter. Da müssten wir jetzt echt Geländereifen draufschrauben. Aber egal. Wir machen das jetzt. Drei von vier Gelände. Ja, haben wir natürlich das ideale Auto für. So. Fertig. Gimme. Wie der sich in den Asphalt zieht beim Gas geben. Ich würde auch gerne die ganzen Autos, die ich noch nicht geknipst habe, einfach mal fotografieren. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen der Zeit sprengen. Jedes Mal in der Minute gehen. So. Alter. Alter. Guckt euch den Fuck-Überschlag an. Alter. Den gucken wir uns komplett an und dann spule ich zurück. Oder was ist da los? Alter. Der Karren hört gar nicht mehr auf. Leute, die gezählt haben, haut mal in die Comments rein, wie viel wir da uns überschlagen. So, ich kann nicht zurückspulen nach dem Crash. Richtig nice. Okay. Egal, wir fahren einfach tapfer weiter. Das ist halt das Problem, da steht der Nächste irgendwo im Gemüse. Ich bin mich mit der Karre nur noch am Überschlagen. Der ist einfach zu schnell und zu stark dafür. Und ich halt... Einfach mal die Köpfe loslassen. Oh, komm, Break. Handbremse. Ich kann nur hoffen, dass die anderen auch Unfälle bauen. So wie der eine gerade, der irgendwo feststeht. Ich glaube, der fährt auch gar nicht mehr hinterher jetzt. Das ist dann zum Thema. Leute, wie 1000 PS kriegt der auch nicht. Guck mal da. Da schon, oh, da war schon wieder fast dieses Tick zu viel. Und dann... Und mit dem Karren rutscht ihr auch gerne mal an eure Checkpoints vorbei. Und dann habt ihr natürlich auch genauso verloren. Alter, werde keine Punkte erfahren hier, wenn ich so weiter rutsche. Aber das ist dann so, dann verlieren wir halt eine Meisterschaft, ne? Das ist... That's life. Da steht auf jeden Fall schon wieder einer. Wir werden gleich noch... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh, man musste im Acker den Handanker werfen. So. Oh Gott, Gott, Gott. Die Bremse funktioniert einfach nicht. Der schiebt so über die Achse rüber. So, komm. Da oben lang. Ich hole die ein und dann ist das Rennen vorbei. Das ist halt sehr, sehr gemein. Naja, einholen. Guckt euch die Scheiße an mit dem Garner. Einfach gar keine Chance. Null Chance mit dem Auto. Und ich werde immer noch letzter. Da kommt da tatsächlich noch einer angeschossen. Ich kriege einen Punkt. Ja, machst du nichts. Gucken wir uns mal die Tabelle an. Mit dem Auto hätte ich keine Chance gehabt, ein besseres Ergebnis zu fahren. Keine Chance. Geht einfach nicht. So, und zack sind wir auf Platz 3 runtergefallen. So, das heißt jetzt beim letzten Race müssen wir mal uns richtig zusammenreißen, um mit der übertriebenen Karre hier mal einen guten Platz einzufahren. Weil, Leute, ihr seht, das hat keinen Sinn mehr. Also, das sind so wirklich Spaßautos. Die können da mal so für euch tunen und dann zum Beispiel am Flughafen mal so richtig Gas geben. So, ist das Race, was mir noch fehlt? Ja. Komm, Gumbos, mach dich vom Acker. So. Okay. Sprintrace. Problem ist, wenn das Sprintrace jetzt über Acker ist, haben wir schon wieder verkackt. Ist das Straße? Kriegen wir das hin. So. Querfeld einrennen. Ah, das ist dann
nicht so ganz eine Straße. Aber egal, okay. Muss halt jetzt. Muss mal durch. Nur leicht hinter dem Führenden zurück. Wenn du dieses Rennen gewinnst, hast du noch gute Chancen auf den Sieg. Ja, wo müssen wir dann... Alter. Die Karre gibt so einen Schub, ne? Da geht der Turbo an und ihr wisst gar nicht mehr, wohin geht. Und besonders, es geht nicht mehr in die Kurve. Nein, 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 nein. Ich bin vorbeigefahren. Das ist... Boah. Da nehmen die auch sehr ernst mit den Checkpoints. Da müsst ihr wirklich immer genau durchfahren. Was natürlich dann mit so einer Karre, die nicht lenken lässt, nicht so einfach ist. So. Jetzt hier kann ich aber als Querfeld ein kurz. Aber ihr müsst echt aufpassen. Eine Bodenwelle zu viel und die Kiste geht so fliegen. Boah, da wollte ich abkürzen und habe dann noch gesehen, dass da ein Checkpoint ist. Und lass die Reifen ruhig quietschen, ist mir egal. Aber beiß dich in den Asphalt. Oh nein. Auf die Straße zurück, komm schon. Es geht hier um alles. Gib Stoff. Scharf rechts. 40% geschafft und gleich die letzten 25% muss ich dann sehr wahrscheinlich querfeld einfahren und dann ist alles, was ich jetzt hier rausgefahren habe. So. Und hart bremsen, rein in die Kurve. Wow. Was mich halt echt stark wundert, ich habe mal mit der Karre am Flughafen so richtig fette Drifts gemacht. Jetzt habe ich natürlich die Traktionskontrolle und alles wieder an. Sonst könnte ich mit der Karre hier überhaupt gar nicht fahren. Macht schon viel aus. Also wenn ihr wirklich Rennen fahren wollt, da könnt ihr noch so viel Spaß haben wollen, macht die Sperren an. Bei Horizon macht das besonders keine guten Plätze, wenn ihr die Sperren aus habt und damit viel PS rumfahrt, seid ihr nur am Driften, am Rutschen und am Durchdrehen und kriegt die Power gar nicht auf die Straße. Der Karren hier kriegt auf die Straße die Power genug. Müsst ihr dann nur mal gucken, wie man dann einstellen kann, dass ich damit wenigstens noch lenken kann. So, jetzt querfällt ein hier die letzten paar Prozent. Alter, man merkt es direkt. Kein Asphalt. Komm, gib Gas und jetzt hoffen, dass die falschen Platz 2 und 3 fahren. Schön gefahren. Nochmal 20 Punkte. Ja, das könnte geklappt haben. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ja! Nice, Leute. Very nice. Ich habe es dann doch noch geschafft, auf den ersten Platz zu kommen. Dahinter der Mats. Genau so. Hol dir einfach einen Meisterschaftssieg nach dem anderen. So, gib mir mal hier da noch 11 weitere, um wieder ein Finale zu fahren. Da müssten wir auf jeden Fall mal einen Angriff nehmen, weil im Finale gibt es immer richtig Cash. So, nochmal Credits. Müsste jetzt als Belohnung dann wenigstens nochmal einen Wheelspin am Ende geben. Nein, gab es nicht. Schade. Gut, Leute. Im Hintergrund sieht man wieder schön Storm Island. Da müssten wir eigentlich auch noch mal irgendwann hin. Das war's für heute mit dem Rennen in San Giovanni. Wir versammeln uns am Treffpunkt und weiter geht es mit der Autotour. Genau. Ja, Leute, dann gehen wir jetzt mal hier wieder in die Außenperspektive. Ja, mit dem schönen Ausblick würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn mich der dumme Idiot hier nicht direkt mal einfach mal... Hey Junge, ich wollte hier ein Video beenden, da fährt er mir in die Kiste. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein, euer Soulcruiser und tschüss.